In the morning. Und willkommen zurück zum neunten Let's Play. Hier, die einzig wahre, wahrheitsgemäße Let's Play-Geschichte überhaupt, was Heyday angeht. Ne? Also hier bekommt ihr immer ehrliche Meinungen und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja, es gab ein Statement von seitens Heyday, Supercell, wie auch immer. Aber, ich will mal eben was gucken. Gibt es hier schon neue Dekos für mich? Mal gucken. Es gibt ja neue Dekos. Oh, nichts neu. Nö. Aber, jetzt kommt das große Aber. Also es gab ein Statement seitens Heyday. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä? Er ist an mir vorbeigegangen. Ja, denn es gab ein Statement für die englischsprachigen Leute auf Instagram Heyday. Auf heyday.de für uns Deutsche. Ja, da kam einfach nichts. So weiß ich auch nicht warum. Haben sich vielleicht die Deutschen zu wenig beschwert. Oder der deutsche Markt ist einfach zu unwichtig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden dort die Leute nicht informiert. Lass mal eben gucken. Und die Platten waren das, ne? So, da wurden die Leute auf jeden Fall nicht informiert. Und da denke ich mir so, warum? Warum macht ihr nicht einfach überall dasselbe? Und steht Rede und Antwort, ne? So, dieses Statement zum Update. Da wurde auf jeden Fall geschrieben, dass sie die Kritik wahrgenommen haben. Muss mal gucken. Eigentlich müsste ich hier noch eine Aufgabe schaffen. Ach Mann, hier sind keine Aufgaben, die ich machen kann, will. Wartet mal. Oh doch. Ich mache direkt mal hier eine Schiffsaufgabe einfach. Habe ich direkt das erste Schiff fertig. Wisst ihr? So. Zack, zack, Crazy Duck, erstes Schiff, fertig. Einfach mal fertig. So, wann kommt das nächste? 4 Stunden. Ja, null. 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 Alles null. Ja, was soll ich machen? Nix. Es wurden ein paar Sachen geschrieben. Ah, ja, wir haben ja noch einiges vor mit dem Update. Und es wurde so ein bisschen rumgedrupst, ne? Und dass sie so ein paar Sachen auch bearbeiten werden. Wohl irgendwelche Schriften sind zu groß. Dann hier die grünen Haken. Die grünen Haken sind zu groß. Ey, wen interessieren bitte diese Haken? Uns interessiert das Layout. Wir wollen dieses Layout weghaben. Wen interessiert, ob ihr die Haken kleiner macht oder irgendwelche Schriften oder in der Freundes-Dings hier irgendwelche Farben? Nein! Gebt uns unser altes Layout einfach wieder. So, dann ist doch alles gut. Dann hat doch keiner was gesagt. Aber das wird nicht passieren. Da haben sie irgendwie nicht drüber gesprochen. Ihr müsst euch mal vorstellen, also ich denke mal, im englischsprachigen Raum, die Leute werden sich wegen derselben Sache beschwert haben wie im deutschen Raum, ne? Also weil keiner wird dieses Update gut finden, es sei denn, er ist irgendwie... Nein, ich will jetzt nichts Böses sagen, weil es gibt ja Leute, die finden das gut und ja, sei denen doch auch gegönnt, die Geschmäcker sind anders, unterschiedlich. Aber ich sag mal, der Großteil findet es halt wirklich schrecklich. Und wir hätten es halt gerne wieder unser altes. So. Auf jeden Fall, stellt euch mal vor, da sind tausende Menschen, die sagen, ey, das Layout ist so schlimm, wir wollen es wieder weghaben. Und die sagen dann einfach, ja, die Haken an der Tafel sind zu groß und die Farben im Freundschaftsbereich ändern wir auch. Ey, was? Habt ihr nicht zugehört? Habt ihr nicht zugehört? Dann hier, das wollen sie wohl wieder ändern.
diese ja, Leveltafel da oben, dann den Briefkasten oder so, wollen sie auch wieder woanders hinmachen. Aber ey, das interessiert doch gar keinen. Mach das alte Layout einfach. So, ne? Das war wirklich schön. Ihr habt Heyday einfach verschandelt. Seht es doch ein, macht es zurück und sagt, hey, tut uns leid, hier hat jeder 1000 Diamanten. Jeder 1000 Diamanten und ein Jahr lang Farmpass umsonst. Oder? Da würdet ihr doch bestimmt sagen, ja, okay, komm, dafür war es okay. Nee, jetzt mal wirklich. Also, stellt euch mal vor, da passiert ein Autounfall. Und der gegnerische Anwalt sagt, ja, sie haben Sommerreifen drauf gehabt und das geht gar nicht. Sie sind schuld. Und der Mann sagt dann, ja, Scheibenwischer mache ich dann demnächst neu. Hä? Hä? Es ging doch nicht um die Scheibenwischer. Sie sind mit Sommerreifen gefahren. Ja, und genauso sieht es hier bei Heyday aus. Es geht nicht um irgendwelche Häkchen oder so. Es geht hier um das ganze Layout. Bitte, gebt es uns zurück. So, ich finde es auch so lustig, wie einfach alle, also ich mag jeden Einzelnen. Ich mag Ricky. Ich mag Phoebe. Ich mag Nighthawk. Ich mag Suroma. Ich mag die alle. Ne, wir waren ja damals in Helsinki und das waren richtig schöne Tage. Also ich mag die Jungs echt und Mädels. Ne? Ich habe bestimmt jemanden vergessen. Ah ja, ich habe jemanden vergessen. Oh, ey, den Namen. Ja, egal. Ich habe auf jeden Fall, die sind alle, ne? Diese offiziellen Partner sind alle, ich mag die. Sind alles nette Leute. Aber, ich weiß nicht. Es kommt mir vor, als wenn alles immer super geil ist, bis dann die merken, oh Scheiße, das findet jeder kacke. Und dann finden sie es auf einmal auch kacke. Und sagen, ja gut, nein, vielleicht war es doch nicht so gut. Gut, dass ihr alle was gesagt habt. Ja, nee. Trauen die sich nicht? Also, es gibt ja Leute, die haben bereits, die können das ganze Ding testen. Also, wer testet das? Spielen die überhaupt selber Heyday? So, man merkt das doch allein schon hier, dass das stört. Das merkt man doch. Wer kann denn da sitzen und sagen, boah, das ist ja voll gut, jetzt sehe ich, ich brauche ja nur einmal drauf tippen und nein! Ich glaube, die spielen selber gar nicht. Auch hier mit der Landerweiterung. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Chefs, die sagen, wow, ey, wisst ihr, wie wir noch mehr Kohle machen? Wir bieten jetzt hier im Shop diese Landerweiterungen an und geben einfach nochmal 32 Land. So, ne? Und dann müsste es doch aber Leute geben, die das Spiel selber spielen, dort, ne? Und sagen, nee, das ist ja voll demotivierend. Also lasst die Leute doch erstmal das. Da hat einer wirklich geschrieben, auch bei mir in die Kommentare, das ist vielleicht für die oberen 100, die da wirklich das alles freikaufen und so, ne? Ey, aber doch für den normalen Spieler nicht. Lasst doch den normalen Spieler erstmal irgendwie auch nur annähernd fertig werden. Wirklich. Was ist mit den Leuten, die jetzt neu anfangen? Was ist mit den Leuten, die neu anfangen? Ey, die werden erschlagen. Damals war das schon viel für mich, ich weiß noch, ne? Da war hier so ein bisschen auf der Seite. Als ich angefangen habe, war auf der Seite so ein paar Felder. Und das war schon viel für mich. Und jetzt sind ja noch dreimal Felder hier dazugekommen auf der Seite. Also richtig viel. Und dann noch diese ganzen... Alter Schwede. Die armen neuen Spieler, wirklich. Die kommen gar nicht klar. Die kommen überhaupt nicht klar. Das ist zu viel. Zu viel. Ne. Ne. Übrigens, danke für... Oh, ich habe ein Brett bekommen.
für die ganzen neuen Leute, die hier hingefunden haben wieder. Ich wette, da sind... Oh, noch ein Brett. Ich wette, da sind einige Leute bei, die mich noch von damals kennen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, euch macht es auch wieder Spaß, dass ich wieder aktiv bin. Ich bin die aktive Ente jetzt wieder. Mach hier wirklich aktiven Content. Quatsch einfach jede Menge Blödsinn. Meckern natürlich auch. Das gehört ja dazu, ne? Zu einer echten Ente gehört Meckern dazu. Habt ihr schon mal Enten im Park beobachtet? Die sind nur am Meckern eigentlich. Ja, das ist wirklich so. Kennt ihr, klar, man kennt ja auch Donald Duck. Auch nur am Meckern. Also das ist normal. Oh, ich muss mal hier alles einsammeln. Brauch Weizen. So. Alles klar. Und wieder Russ. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob der Bug weggemacht wurde. Ich würde so gerne euch... ach, guck mal, das ist ja süß gemacht. Ja, okay, ein bisschen zugestopft, aber ansonsten generell erstmal süß. Ob... ich muss das löschen. Was wollte ich überhaupt sagen? Das Tal fängt wieder an. Ist bestimmt mit den Hühnern. Das ist echt doof. Hühner sind doof. Also nein, Hühner sind eigentlich cool, aber das Tal in Verbindung mit Hühnern ist doof. Ne, ist einfach so. Das leider. Leider, leider, leider. So, wir sind eigentlich im Großen und Ganzen sind wir durch. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Statement bringen zur Thematik, dass die sich gemeldet haben, aber so halbherzig. Nur auf dem Haupt-Instagram-Account. Weiß ich nicht, warum für die deutschen Leute nicht das auch auf Instagram heyday.de, warum das nicht auch da gepostet wurde. Ich habe es nämlich da gesucht, habe es nicht gefunden und habe mir so gedacht, so, hä? Habe ich irgendwie, wo ist denn das? Ne? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Und das ist ein bisschen schade, weil ich folge dem großen Account nicht, sondern nur dem kleinen, weil was habe ich mit, ja, was habe ich damit zu tun, ne? Mit dem englischen Ding. Ich bin ja, ich spreche ja Deutsch, ne? Und dementsprechend folge ich natürlich dem deutschen Account. Und deswegen ein bisschen schade, dass man da, ja, ich meine, es hätte nicht viel gekostet, ne? Einfach mal eben den Text auch da zu posten, dass die Leute wissen, okay, dass wir meckern, das kommt schon an. Weil manchmal habe ich das Gefühl, das ist denen auch irgendwie egal. Aber wenn sie es mitkriegen, dann kriegen sie es wenigstens schon mal mit. Ja, super Weisheit, ne? Wenn sie es mitkriegen, kriegen sie es wenigstens schon mal mit. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, Ente. Wow. 36, 21, machen wir noch ein paar davon, so. Jetzt haben wir ein paar Produkte hergestellt. Ich muss auf jeden Fall wieder Geld sammeln, weil ich habe ja die Maschinen gekauft. Und jeder weiß, es kommen noch 10 weitere Maschinen, die auch wieder Geld kosten. Und deswegen muss ich ein bisschen Geld sammeln, damit ich euch immer direkt alles zeigen kann. Es werden wirklich legit... Mit jedem Update wird eine Maschine kommen. Und Produkte. Das ist halt eins. Und irgendwie sehe ich schon voraus, die nächsten Maschinen, die kommen werden, irgendwann wird eine Maschine kommen, die wird die 2 Millionen Münzengrenze sprengen. Na, jetzt war immer so 1,2 Millionen und so. Ich habe das Gefühl, irgendwann kommt eine Maschine mit 2 Millionen. Ne? Das ist dann auch wieder irgendeine Maschine für die Big Player, für Level, keine Ahnung, 100 schieß mich tot, ne? Und die wird dann auch teuer gemacht. Ja. Vielleicht werden sie dann auch die Plätze für die Maschine mit Diamanten mal ein bisschen teurer. Mal gucken, was da noch kommt. Mal gucken. Ne? Und das wird dann wieder so übertrieben hochgehypt. Also ich habe das beobachtet bei allen YouTubern, offiziellen, die Infos da raushauen. Die sind wie so kleine Werbepartner. Ne? Da wird rausgehasselt, jede Menge Videos und wow und hier wow und ja, wird mega und
Was kommt raus? So, was ist das Endprodukt? Ja, das hier. Ja, es ist halt, ne? Egal. Wir gucken mal. Braucht jemand Hilfe? Braucht jemand Hilfe? Da braucht jemand Hilfe. Die Lady Gary. Lady Gary braucht Hilfe. Wo braucht denn die Lady Gary Hilfe? Irgendwie nirgendwo, ne? Oder? Ey, ich sehe hier nichts. Da? Nee, hab ich nicht. Hä? Ist die Hilfe schon vorbei? Ist das wieder so Bug? Oder bin ich zu doof? Gucken wir mal bei Vanessa. Die braucht beim Schiff. Zack! So. Und ich würde sagen, komm, wir sind raus an dieser Stelle. Schreibt gerne mal wieder eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ihr schreibt manchmal wirklich da echt lange Sachen und ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Auch oft Sachen, die ich vergesse, wo ich mir so denke, ah, das hätte ich wirklich noch erwähnen können. Ja, ihr seid halt richtige Spieler, ne? Wir sind eigentlich das Zielpublikum, mit denen man quatschen müsste, wie man so ein Update macht. Aber die Leute, die das da machen, ich weiß nicht, ob die selber zocken. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, nicht wirklich. Ja, so, ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.